Heute geht es endlich zu meinem neuen Fabia, den ich geleast habe, und zwar den Fabia 59 kW 1.0 MPI mit einer maximalen Geschwindigkeit von knapp 180. Hallo und herzlich willkommen, dass ihr auf meinem Kanal eingecheckt habt und zum neuen Video. Und sollte euch Technik interessieren, dann lasst doch bitte ein Abo da. Wie bereits versprochen, ich habe jetzt mittlerweile über 3000 Kilometer mit diesem Fahrzeug gefahren. Das habe ihm seit März, 26. März 2024, da kann man schon mal sagen, hat man schon ein bisschen was mit erlebt. Und heute möchte ich euch den mal zeigen. Der ist in Blau. Wir schauen mal rein in die Motorhaube, gucken uns den Kofferraum an. Ich hatte zum Beispiel einen Gaming-Stuhl drin, hat nicht ganz reingepasst, aber nur mal so als Anhaltspunkt. Der Kofferraum ist wesentlich größer geworden, man hat wesentlich mehr Platz in dem Auto. Die 59 kW erreicht er bei 6300 Umdrehungen. Von 0 auf 100, wenn ich das jetzt so richtig gelesen habe, 15,9 Sekunden. Können wir mal dahingestellt sein, alles theoretische Werte. Die kompletten Werte hier alle aufzuzählen wäre zu langwierig, das verlinke ich euch unten im E. Des Weiteren möchte ich mich erstmal bei meiner Lieblingsfirma, der Firma Hackroth, dem Autohaus Hackroth hier in Langenhagen bedanken. Ich blende euch das mal die Internetseite ein. Kann ich wärmstens empfehlen, wer hier in der Region ist, der sollte doch mal da vorbeischauen. Kriegt eine tolle Beratung. Ist keine bezahlte Werbung. Das ist meine persönliche Meinung. Zu dem Auto selbst, wie gesagt, 4 Jahre waren um, neuer Leasingvertrag, zeitig bestellt, als noch die Knappheit der Autos war. Ist die Grundausstattung erstmal. Wir haben Klima drinne, wir haben die automatische Scheibenwischer, wir haben Radio drinne, was man so Digitalradio. Man kann da vieles drinne machen. Optisch hat das sich natürlich innen und außen auch ein wenig verändert und verbessert, finde ich. Größerer Kofferraum, wie gesagt, mehr Platz. Glaube ich, die Maße sind auch länger, der ist ein bisschen länger geworden. Man kann hier schon nicht mehr von einem Kleinwagen, sondern von einem Mittelklassewagen reden. Ausstattung ist wirklich Grundausstattung. Es glaube ich, es gibt 4 verschiedene Ausstattungen davon und der geht sogar, glaube ich, bis maximal 110 kW, wenn ich das richtig da muss ich wirklich gucken. Da gibt es wirklich ganz viele Ausstattungen. Maximal sind hier 110 kW, 150 PS. Zwischendurch zeige ich euch nochmal ein Sondermodell, was mir Hackroth zur Verfügung gestellt hat. Da ist Vollausstattung drin. Da können wir nochmal reingucken. Hätte ich mir vorher auch überlegen sollen, vielleicht hätte ich das so bestellt. Aber mir reicht eigentlich die Minimalausstattung. Ne? Minimal ist schon sehr viel Elektronik drin. Wir haben noch oben rein Geschwindigkeitsbegrenzung, die können wir uns einstellen. Wir kriegen Warnungen. Rückfahrpieper, sage ich jetzt mal, das Sensoren und da ist schon einiges drin in der Grundausstattung. Und zu viel Technik ist vielleicht auch gar nicht gut. Aber wir werden das Ding zum Beispiel mal auf der Autobahn sehen. Mein Sohn hat es gefilmt. Den Verbrauch schauen wir uns an, die Armaturen schauen wir uns an. Mal sehen, was ich alles so in dieses Video reinpacken kann. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, weil ich habe von der Grundausstattung kaum was gesehen an Bildern, wie zum Beispiel das Armaturenbrett aussieht, beziehungsweise wie der Tacho aussieht, was da angezeigt wird und das war sehr minimalisch. Meistens kriegt man die etwas größere Ausstattung. Die kriegen wir, wie gesagt, auch noch mal kurz zu sehen, das als Unterschied. Ja, ausgequatscht, jetzt geht's ab zum Fabia 1.0 MPI mit 80 PS. Check, viel Spaß beim Video. So, bevor ich euch ins Video schicke, hier nochmal meine persönliche Empfehlung. Die machen Skoda, Seat, Cupra, Service, Kontakt, das alles hier. Man kann ein Auto leasen, kaufen, was man sonst so alles macht. Das gibt es hier mehrfach in Hannover und Langenhagen, also Laatzen, Burgwedel. Und ich kann dieses Autohaus wirklich nur weiterempfehlen. Ich bin da jetzt schon fast 10 Jahre. Es gibt nichts. Und ich habe den zweiten Wagen darüber. Wirklich super Service, die kümmern sich um alles, da müsst ihr euch, kriegt sogar einen Kaffee dort und.
Das wollte ich vorher nochmal gezeigt haben. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Und ich muss mich nochmal persönlich bei Hackeroth und beim Chef, Ralf, beim Service-Verkäufer und auch bei dem Service höchstwahrscheinlich muss ich mich nochmal so richtig doll bedanken. Jungs und Chef, tolles Autohaus, macht ihr super, toller Service. Dankeschön. So, da müsste zwar gewaschen werden, aber das ist so die Frontansicht. Wir gehen rüber zur Seite. Die Spiegel sind hier nicht einklappbar, die müsst ihr von Hand einklappen. In der etwas hochwertigen Ausstattung klappt sich das alleine ein. Da hat man auch hier, das sieht man noch beim anderen Auto, kann man das so aufmachen. Wir haben auch einen Ex-Spoiler. So sieht man das jetzt. Jetzt gucken wir mal in den normalen Kofferraum rein. Ich zeige euch noch anschließend im Video, wenn der Stuhl da drin ist. So ist der Kofferraum normal. Wir haben überall Haken zur Befestigung hier. Die Matte habe ich nachträglich reingelegt, wenn wir das, und können das jetzt hier hochklappen. So sieht der Kofferraum aus. Reserverad haben wir nicht mehr. Wir haben hier nur noch dieses Luftreparatursystem mit einer Pumpe drin. Und da kann man auch noch schön was ablegen drin. Na? Die lässt sich abnehmen und die Rückwand lässt sich natürlich zurücknehmen. Wie gesagt, wir haben überall Haken dran, um noch mal was zu befestigen. Oder einen Kindersitz ranzumachen. Hier sind noch Befestigungssachen. Da ist die Leuchte. So, wie man sieht, also ein Gaming-Stuhl hier von Thermaltake passt ja nicht rein, aber er hat schon einen verdammt großen Kofferraum. Das muss man ja ehrlich sagen. Wenn man zurückklappt, mehr als früher. Gut, das wollte ich aber mal gezeigt haben, wenn da was beladen ist. Hier haben wir nochmal Blick auf den Motorraum. Ja, läuft sehr ruhig. Wie gesagt, Dreizylindermotor. Ja, der ist nochmal ordentlich, da sieht man das auch richtig, richtig eingelagert. Ja, also es gibt wenig Vibration. Da hat sich auch vieles getan, muss ich ehrlich sagen. Und dann kommen wir jetzt mal zur Innenausstattung, was so eben so alles so vorhanden ist. Ich hoffe, ich kriege alles drauf. Ja, hier ist der Zahnriemen. Und der Ölverbrauch ist natürlich jetzt gar keiner. Ja, schönes Auto, muss ich ehrlich sagen. Bin sehr begeistert. So sieht das jetzt aus. Der hat hinten keine elektrischen Scheiben. Na? Drei Kopfstützen, wie man das sieht. Wir haben gut Platz zum Sitzen. Ich habe mir natürlich jetzt die Sitze sehr zurecht rückgemacht, aber die hingen jetzt völlig hinten. Aber man kann das natürlich ein bisschen anders einstellen. Hat man genug Fläche zum Sitzen. Na, das ist nochmal ganz gut. Und Ablageflächen natürlich auch hier. Hier an den Seiten hat sich natürlich einiges verändert. Übrigens haben wir hinten keine Boxen, Lautsprecherboxen mehr drin. Hier haben wir dann die elektrischen Fensterheber und Verstellung für den Spiegel und die Spiegelheizung. Also das hat sich schon verändert. Der Griff ist ein bisschen anders geworden. So sieht das Ganze dann von Weitem aus. Und jetzt gucken wir mal aufs Armaturenbrett. Hier haben wir zum Beispiel den Lichtschalter, das sieht man. Hier am besten, die Lüftung hat sich natürlich verändert, sieht wirklich schick aus. Hier haben wir dieses System für limitiertes Fahren, ne, das können wir einstellen. Und dann halt eben Fernlicht und so ein Quatsch, ne, das kann man da nochmal anstellen, das findet ihr aber in der Bedienungsanleitung. Am Lenkrad ist nichts, das finde ich jetzt auch sehr schön geformt, es liegt wirklich super in der Hand, besser als das andere. Wir haben natürlich auch Airbags drin, Seitenairbags hier und Frontairbag. Wie sich das gehört auf beiden Flächen. Ne? Sitze sind auch schön geworden. Gut, ich habe jetzt hier was drauf gemacht. Kann ich auch nur empfehlen, dann versaut euch die Sitze nicht so. Dass, die habe ich mal irgendwie günstig gekauft. Ja, großes Handschuhfach und Ablage. Hier ist noch eine Ablagefläche, die möchte ich jetzt nicht aufmachen, weil da ist was drin, was nicht jeder sehen muss. Das gucken wir uns jetzt noch mal genauer an. Bevor ich verbreche, wir haben hier zum Beispiel Automatlicht, Standlicht, Fahrlicht. Können wir die Höhen der Frontscheinwerfer noch einstellen, das wollte ich noch. Und das Lenkrad ist natürlich auch höhenverstellbar. Jetzt geht es auch weiter mit den Armaturen. So sieht die Innenstattung von normal aus. Hier haben wir dann halt unser Radio drin, Phone, Menü, Apps, Media, Radio, DAB Radio drin. Hier oben finde ich auch gut.
ist ein Ablagefläche. Hier haben wir nochmal die Informationstaste SOS Werkstatt und ein Ablagefläche für eine Brille zum Beispiel. Hier sind nochmal jeweils auf jeder Seite Spiegel drin oder kann man den Fahrzeugschein anklemmen. Na, das kann man machen. Der lässt sich auch verstellen. Na, nochmal dunkel. Und da ist halt die Klimaanlage. Hier ist die Start off. Auf. Zum Abschließen noch, und das ist so die Grundausstattung. Die Klimaanlage, da haben wir hier den Schalter und heizbare Heckscheibe hier. Und das Warnblink ist jetzt hier gelandet. Ja. Handschuhfach, genügend Platz. Ja, und die Seitenablagefläche. Ne? Was jetzt noch neu ist, wir haben hier noch mal eine Ablagefläche und vor allen Dingen haben wir eine Mittelarmlehne. Und wenn ich die jetzt hochklappe, wie gesagt, ich muss das freie Hand machen, habe ich auch noch einen Stauraum drin. Ne? Also schon klasse, muss man ehrlich sagen. Ja, das ist soweit die Ausstattung. Hier ist dann noch mal zum Einstellen für alle möglichen Scheibenwischer, für die Armatur zum Einstellen. Das finde ich einfach raus. Ich schmeiß das Ding mal an und wir gucken mal aufs Display, was wir da alles machen können. Wir haben hier noch einen richtigen Schlüssel. Es gibt auch einen, da braucht man nur reinlegen. Dann drückt man hier den Startknopf und ich mache meinen Gang raus. So sieht das beim Start aus. Hier, so sieht das Ganze mit DAB. Da könnt ihr euch verschiedene Speicherplätze, Sender, Setup. Wir haben hier das Menü. Hier können wir den Klang einstellen. Na? Sehen wir das auch, Equalizer und verschiedene andere Sachen. Geht zurück auf Home. Kann man sich noch die Home machen. Hier ist das Telefon. Hier ist die App, der SmartLink ist noch nicht freigeschaltet. Hier gehen wir auf Media. Und im Menü haben wir hier den SmartLink Assistenten. Hier können wir nochmal sämtliche den Spurassistenten einstellen, Warnungen. Wann wir mal eine Pause machen soll. Na? So, dann Medien, SmartLink, Assistenten, Anleitungen, Fahrzeugdaten kriegen wir hier, gute Fahrtstatus, Reifendruck ist okay. Na, gute Fahrt. Wenn der Reifendruck geprüft wird, korrekt eingestellt ist, drücken Sie Setup. Und das mache ich jetzt. Na, hier kann man nochmal auf die Reifen gehen, Licht, Parken, Rangieren, kannst du alles einstellen. Also das ist schon sehr umfangreich. Zu den Armaturen nochmal. Hier kann man sich über diese Tastatur, das ist so das, was mir so ein bisschen was gefällt, ist hier, dass ich den Drehzahlmesser jetzt so eingestellt habe. Und ich kann das jetzt hier umstellen über den rechten Knopf hier. So, und dann kann ich Ganganzeige, Öltemperatur, Auto, Telefon, Schließen, Fahrzeugstrecke, Verbrauch, Fahrzeugdaten, das habe ich schon mal gemacht, dann drücke ich hier unten den Knopf, diesen kleinen OK-Reset-Knopf und kriege jetzt hier alle Fahrzeugdaten angezeigt. Na, abtanken. Das mit dem Tanken und so weiter zum Fahrzeugtest und Tanken, da kommen wir nochmal in den Verbrauch. Jetzt kann ich wieder umschalten. Ich mache wieder auf Ganganzeige und bekomme mein Drehzahlmesser. Ich mache das nochmal zurück, damit ihr seht, dass der Drehzahlmesser da unten wirklich klein ist. Ich sage einfach mal die Öltemperatur und dann kriege ich da unten die RMP angezeigt. Ne? Ist halt sehr klein, finde ich. Wir haben wirklich ansonsten eine schöne Ausstattung. Da ist Temperaturanzeige und da ist dann halt nochmal die Tankfüllung, Uhrzeit angesagt. Also man kann sich da vieles einstellen. Man kriegt auch das Telefonieren angezeigt, man kriegt jede Warnung angezeigt. Da gibt es so viele Sachen, das kann ich gar nicht alles ins Video packen. Wir haben hier unten einen Typ C Anschluss, davon haben wir zwei Stück. Einmal für mein Handy, für meinen Halter und einmal für das Multimedia. Ja, jetzt die Lüftungsschächte nochmal, der pustet auch raus. Boxen sind nur noch vorne verbaut. Ich glaube, vier Stück, soweit ich das weiß. Ich hoffe, ich erzähle euch nichts Falsches. Ja, und jetzt kommen wir dann mal zum Verbrauch, zum Fahrtest auch so langsam.
Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Wie gesagt, hier sind auch Fußmatten drin. Fußraum ist schön. Man sitzt da prima. Ich habe ja nichts sonst dran zu meckern. Also, da. Gut, wir kriegen auch gleich nochmal die Öltemperatur angezeigt. Da haben wir noch einen Blick drauf. Dann kommen wir jetzt zu meinem Fahrtest, den ich auch unterwegs gemacht habe und zu den Verbrauchsdaten. Ja, heute machen wir einen kleinen Fahrbericht. Wir sind auf der A38 Richtung Oldenburg und ja, jetzt geht es gleich los. Mal gucken, was er für Geräuschentwicklung macht und ja, gucken wir mal kurz auf den Tacho und dann, mein Sohn ist Gott sei Dank mir dabei behilflich. Alleine ist das ja mal schlecht möglich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja, dann geht's jetzt ab zum Fahrbericht. Wenn ihr fahrt, dann kriegt ihr jetzt angezeigt, dass wir jetzt eigentlich schalten sollen oder beziehungsweise welcher Gang drin ist in dieser Kommunikation. So, wir haben jetzt momentan 7 Stunden 53 an Fahrleistung, also Fahrzeit, 436 Kilometer. Wir haben noch eine Restmöglichkeit von 250 Kilometer. Tank ist, glaube ich, 40 Liter. Da gibt es noch die 45 Liter Ausführung. Na, zu den anderen Sachen kommen wir, habe ich euch ja schon gezeigt, so ausstattungstechnisch. Na. Und ja, ich übergebe jetzt meinen Sohn, der geht jetzt auf die A38. Schauen wir mal. Also ich werde ihn jetzt nicht ausfahren. Ich weiß, dass er 175 läuft. Das möchte ich jetzt aber nicht machen. So 150. Und dann gucken wir uns mal die Geräuschentwicklung an. Kannst laufen lassen. Jetzt. Auf geht's. Du bist angeschnallt? Ja. Okay. Auf geht's. Zum Flug. Ich will warten. Gas. Ich gebe Gas. Ich will Spaß. Kostet ja zwei Sprit auf 4,10 Euro. Es wird schon gehen. Derzeitig jetzt auf dem Tacho halten. Na, wir haben so. Ich gebe jetzt Feuer. Zweite Gang. Dem Straßenverlauf von A28 noch 48 Kilometer voll. Also Beschleunigung finde ich ganz gut. Haben 120, fast gleich. Den vorbeilassen, fünfte Gang. Also von der Geräuschentwicklung geht. Spurassistent ist aktiviert, also ihr müsst einen Blinker setzen, sonst könnt ihr die Spur nicht wechseln. 140. Das schnillt, freie Narrenfreiheit. Haut er natürlich ordentlich Sprit durch, ne? 150. Feuer. Ich drück gerade voll durch. Muss weg. Fahr. Also wie gesagt, die Geräuschentwicklung ist okay. Das ist gegenüber meinem Alten schon echt extrem leise geworden. Das Wackeln ist zu entschuldigen während der Fahrt. Und wenn ich jetzt kein Gas gebe, 6,1 Liter durchschnittlicher Verbrauch. Ja, und schon darf ich wieder auf die Bremse. So, wir starten die Karre jetzt. Den Ton ist zu entschuldigen, ich habe kein Mikro dran. Wir kriegen auch gleich angezeigt, dass wir tanken sollen. Na, Restreichweite 84 Kilometer. Ah, das kriegt man rein, wenn man hier ein paar Mal drückt an der Seite. 262, 840, das war 6,1 und das ist jetzt der aktuelle Wert. Wir haben 641 Kilometer durchschnittlicher Verbrauch. 5,9 Liter durchschnittlich gefahren. 63 km/h. Ja, wir haben viel Pausen gemacht.
Ja, gut, das ist soweit der Stand der Dinge. Ich werde jetzt tanken und mal gucken, wie viele Liter jetzt noch mal reinpassen. Er hat ja eigentlich einen 40-Liter-Tank. Na, so laut Fahrzeugdaten. Einen kleinen Tank. Es gibt den auch mit 45 Litern. Dann würde ich an eurer Stelle dann auch bestellen. So, wenn man jetzt hier so durchguckt, das ist das, was man so anklicken kann. Das macht ihr hier unten. Und hier an der Seite kann man auch Fahrzeugdaten, Verbrauch, durchschnittlicher Verbrauch anklicken. 5,9 Liter abtanken. Das ist der durchschnittliche Verbrauch. Fahrtstrecke, das machen wir auch gleich. 840 Kilometer Langzeit, da kriegt man das auch nochmal, wenn man wieder hier auf der Seite klickt. Geschwindigkeit, ja, viel Blödsinn, den man vielleicht gar nicht braucht, warum auch immer. Hier hat man die Ganganzeige. Man hat die Ganganzeige, die kann man in der Mitte. Hier ist übrigens dann so, wenn ich das so einstelle, der Drehzahlmesser. Finde ich optisch ein bisschen schöner gemacht. Na? Gut, ich fahre jetzt mal tanken und den Rest habe ich euch ja schon gezeigt. Ja, der hat dann halt der einklappbare Spiegel, das ist der Drive. Na? Hier kann man dann an- und aufmachen. Ich zeig das mal. Das kann meiner natürlich nicht, das ist Luxusausstattung. Und die Ausstattung ist natürlich wesentlich anders. Ne? Wir brauchen keinen Schlüssel mehr reinstecken hier. Wollte ich nochmal gezeigt haben. Das sieht man dann auch schon hier an den Armaturen. Hier kann man alles befehligen drüber, sprechen, vor, zurück. Hier ist eine Lenkradheizung drin, der hat eine Sitzheizung drin. Na, das Licht ist genauso wie bei mir. Hier ist das ganze Cockpit, Klimaautomatik und dann die ganzen Schalter. Das ist natürlich ein Parklicht, Verschließen, Abschaltautomatik oder Motorautomatik. Und wir haben hier natürlich ein Sechsganggetriebe. Ich werde den jetzt mal starten und nehme den Gang raus. Und dann gucken wir nochmal, ich will euch den nur kurz zeigen. So, das sieht natürlich ganz anders aus. Das kann man sich auch nochmal individuell einstellen. Na, Klimaautomatik mal runterdrehen. Und wir haben hier ein Navi drinne, Media, Menü. Da kann man nochmal alles Mögliche einstellen. Fahrerassistent, Klang, Fahrzeug, Audio, Radio, Volumen. Das ist alles ein bisschen anders geschaltet. Aber das habt ihr ja bereits bei mir gesehen. Ich wollte das wenigstens mal gezeigt haben, damit ihr dann mal seht, wie die Luxusausstattung ist. Wie gesagt, höhenverstellbare Sitze, das ist Wahnsinn, was der alles so drin hat. Ne? Hier oben ist das ähnlich wie bei mir. Nochmal. Auch die gleichen Fächer, die hier drin sind. Hier, das ist hier auch nochmal genauso gemacht. Halt bloß wesentlich mehr Füllefanz. Für mich persönlich brauche ich nicht. Ne? Fahrassistenten, was es da alles gibt. Tempomat ist hier drinnen nochmal da drauf zu bieten. Na, Distanz und was man das biegt, was man da alles so einstellen kann. Schon unglaublich. Gut, das wollte ich zum Schluss meines Videos nochmal gezeigt haben. Also, und der geht natürlich richtig ab. Das Ding hat, glaube ich, 95 PS oder über 100 PS. Ja, damit ihr hier nochmal seht, wie die Luxusausstattung. Ich habe schon geschwärmt, aber der geht richtig ab. Der zieht richtig im sechsten Gang. Ne, sieht man hier schon allein die Armaturen bzw. das Cockpit da mit dem großen Display ist schon wesentlich anders. Ja gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir kommen jetzt noch zu meinem Endreview und solltet ihr Fragen haben, haut es in die Kommentare. Ja, da sind wir zurück. Er ist wieder in Blau. Ich wollte damals eine andere Farbe, aber meine Ex hat sich die ausgesucht. Jetzt ich hätte ihn gerne in Grau gehabt. Sieht er noch schicker aus oder in Silber, sieht er auch schick aus. Vielleicht beim nächsten Mal. Fazit. Für mich persönlich, wir liegen hier in einem Bereich zwischen 5,6 und 6,7 Liter Verbrauch im Höchstfall.
Reichweite waren, glaube ich, fast 630 Kilometer nach in meinem Check, wenn ich das noch so halb in Erinnerung habe. Ich konnte 40 Liter nachtanken. Also von daher weiß ich nicht, wie groß jetzt der Tank wirklich ist. Ich habe jetzt auch nicht in die Ausstattung geguckt, weil die habe ich mir ausdrucken lassen. Weil die Tanks gibt es zwischen 40 und 50 Litern. So steht es hier geschrieben. Ich kann jedem nur empfehlen, sich für die 50 Liter Variante zu entscheiden. Da kriegt ja auch eine größere Reichweite. Ich glaube, der alte hatte 45 Liter, bin mir gar nicht so. Aber man kommt schon 630 Kilometer damit und dann geht halt eben die rote Reserveleuchte an. Durchschnittsverbrauch ist auch in Ordnung. Er ist Euro 6, wenn ich das hier so richtig in Erinnerung habe. Man zahlt nicht viel Steuern. Ist auch zu begleichen. Man hat genügend Ausstattung und Platz in diesem Auto. Es ist alles vorhanden, was man braucht. Wir haben Klimaanlage, die funktioniert einwandfrei. Es ist keine Klimaautomatik, es ist eine Standardklimaanlage. Scheibenwischerautomatik und hinten die Sensoren. Dann diesen Crash-Sensor, den man sich da, wenn man zu dicht auffährt. Wir haben eine Warnung, dann wenn wir zu schnell fahren, das kriegen wir angezeigt. Wir kriegen die Geschwindigkeit angezeigt, Drehzahl. Was mich so ein bisschen ärgert ist, oder ein bisschen ärgert kann man nicht sagen, aber wo man sich dran gewöhnen muss, dass der Drehzahlmesser hier quer läuft oder unten ganz klein ist. Den hätte ich mir wie bei dem Sondermodell mit beiden gewünscht. Vielleicht ändert das auf jeden Fall noch mal in der Grundausstattung Skoda, da wäre ich sehr dankbar drüber. Sieht schöner aus. Na? In der Sonderausstattung hat man noch den Navi, der ist vielleicht ganz praktisch. Die App werde ich mir noch mal irgendwann freischalten lassen. Weil, was mich so ein bisschen gestört hat, ist die Rückfahrkamera bei dem Sondermodell. Das muss ich nicht unbedingt haben. Also die Sensoren, die Einparksensoren rückwärts reichen mir völlig aus. LED-Licht und was wir alles haben. Also es ist schon Wahnsinn. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Man sitzt gut drinne. Der Vordersitz ist nur der Fahrersitz höhenverstellbar. In der Sonderausstattung kann man das bei beiden machen. Man sitzt etwas höher. Wir stehen auf 15 Zoll Rädern mit 185, glaube ich, 60 im Querschnitt, wenn ich das da so richtig in Erinnerung habe. Da sind Sommerreifen drauf, so wird er ausgeliefert. Ich werde noch auf Allwetter reißen lassen, weil mir das auf den Geist geht, dieses ständige Wechseln. Hat Stahlfelgen drauf, standardmäßig. Gibt es natürlich auch mit Alufelgen, muss man sich alles bestellen. Wird dann dementsprechend auch in der teurer, ganz klar. Aber ich habe halt an die Kosten gedacht und mir, für mich persönlich, für meine Zwecke reicht das so. Man muss das ja auch zahlen können letztendlich, die Leasingrate. Ja? Und Versicherungen zahlt man eigentlich auch nicht so viel. Also ich würde sagen, tolles Auto, sehr gelungen, das Modell. Hat mir sehr gefallen, fällt mir auch optisch sehr schön. Was ich schade finde, dass wir nur einen Rückfahrscheinwerfer haben, der funktioniert, wäre nochmal ein Skoda. Es wäre schön, wenn er wieder beide macht. Also das müsste man nachrüsten, vielleicht mit der Platine, weiß ich nicht. Das ist so das Manko, was mir aufgefallen ist, dass er nur mit im Rückfahrscheinwerfer, glaube ich, links mit einem LED ausgerüstet ist. Wäre schön, wenn er rechts gewesen wäre. Aber ich habe mir auch sagen, dass es kann mal passieren, dass beide leuchten. Also habe ich am Anfang etwas gewundert. Ansonsten, ja, finde ich nichts Negatives. Liegt gut auf der Straße, muss man ehrlich sagen. Wir haben diesen Spurassistenten, da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr die Spur wechseln wollt, Blinker setzen, sonst funktioniert das oder ihr müsst den abschalten. Der reagiert ungefähr bei 68, bei 70 km/h. Also von daher, das merkt ihr dann im Lenkrad richtig. Also Spur wechseln, Blinker setzen, dann könnt ihr die Spur wechseln, sonst müsst ihr ein bisschen gegendrücken, das mag er dann nicht so. Finde ich aber den Spurassistenten sehr hilfreich, wenn man doch mal sich verguckt oder so, dass man hier nicht auf der Gegenfahrbahn landet. Ne? Wie gesagt, viel für mich schnickschnack genug, reicht. In der Sonderausstattung, da ist so viel Philippans mit dem Lenkrad, da muss man dann auch, da kann man viele schalten und walten, was man da so möchte. Das hat mir nicht so ganz gefallen. Das war meine persönliche Meinung. Oder man muss sich daran gewöhnen, man kommt da schon schnell ran. Das habe ich diese Woche, wo ich den hier zum Testen hatte, gemerkt. Der ist natürlich wesentlich schneller. Der geht ab wie Schmitz Kater. Der hat richtig Beschleunigung von 0 auf 100 in 10,6 Sekunden oder 9, bei der Leistung.
Und hat natürlich Vollausstattung, beide Sitze höhenverstellbar und was es da so alles gibt. Sitzheizung war da drin, eine Lenkradheizung und. Das hat meiner nicht, brauche ich nicht. Die Sitzheizung hätte ich mir vielleicht gewünscht in der Grundausstattung. Aber das sind alles Extras. Muss, kann man haben, muss man nicht haben. Na? Was gebe ich dem Auto in der Gesamtbewertung? Also Skoda hat da schon sehr viel verbessert gegen dem Vormodell. Und ich würde diesem Auto wirklich absolute 5 Sterne geben. Ich bin sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Na, für unsere Zwecke reicht es. Man kann mit 5 Personen sitzen. Hinten die Leute haben wirklich mehr Platz, mehr Sitzfreiheit. Das hat sich verbessert. Kofferraum etwas größer. Gut, das Reservehalter haben wir heutzutage nicht mehr. Man wird auch gewarnt, wenn der Luftdruck nicht stimmt und. Also da ist schon viel drin. Also absolute 5 Sterne von mir. Eine Weiterempfehlung für dieses Auto. Macht einen schönen Fahrspaß, riecht gut auf der Straße, da gibt es nichts zu maulen. Ich bin halt Skoda-Fan, muss ehrlich sagen, schönes Modell, was jetzt rausgekommen ist. Auch wenn ich ein Jahr drauf warten musste. Macht ja nichts. Aber jetzt geht die Produktion ja schon wieder schneller voran und die Lieferzeiten sind ja auch kürzer geworden. War ja alles durch diese Lieferkettenunterbrechung und. Das haben wir ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Also, auf, weil er sich so ein neues Auto kaufen will oder gebraucht, kann man sich den wirklich holen. Muss man ehrlich sagen. Na? Ich glaube, derzeitiger Preis, Neupreis so um 18.000, 20.000, kommt immer drauf an, was ich weiß es nicht, kann ich euch nicht sagen. Na, zu meinem Zeitpunkt war er halt recht teuer. Da lief er, glaube ich, bei 18.000. Ja, nochmal großen Dank an Hacko, an den Autohaus Hacko und natürlich an Ralf, an meinen persönlichen Serviceberater, der Dealer meines Vertrauens, sage ich mal. Danke, Ralf. Gut beraten, wie immer. Na, was ich mir bei dem Auto hätte gewünscht, vielleicht sogar, das hatte das andere Auto, das wäre ein Tempomat. Aber der hat halt nur eine Geschwindigkeitsbegrenzung drin, da rechts am Schalter. Also wer jetzt denkt, das ist ein Tempomat, den muss ich enttäuschen. Wenn man das einstellt, maximale Geschwindigkeit. Ja, das war es soweit. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, Video war schon lang genug, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich es beantworten kann, mache ich es auf jeden Fall. Ja. Ich hau euch nochmal die Gummimatten rein. Die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Kauft euch die. Seid ihr bestens beraten. Die findet ihr als Link unten in der Videobeschreibung nochmal. Ein sogenannter Amazon-Partner-Link. Da müsst ihr auch nicht mehr bezahlen, aber der Kanal kriegt eine kleine Provision und wir bleiben bei unserer Lebensberechtigungskarte. Das Video werde ich dazu euch auch nochmal verlinken. Da schon mal danke. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr wollt. Und wie gesagt, die technischen Daten vom Skoda Kurzcheck, da findet ihr nochmal alle Fabia-Modelle. Ne? Ist jetzt nun wirklich ein MPI. Da gibt es auch noch als TSI. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich gucke gerade nochmal. Ja, maximal 59 kW bei 6300. Maximal als Drehmoment 93/3700 bis 7900 Newtonmeter die Sekunde. Verdichtungsverhältnis 12:1. Und natürlich haben wir hier ein Zahnrad, keine Steuerkette mehr drin, sondern ein Zahnradantrieb. Also, na? Gut, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, bitte Abo da lassen und Daumen hoch für unseren kleinen Kanal. Wir können es hier wirklich dringend gebrauchen. Ich will endlich mal ein bisschen über die 5000 kommen. Da schon mal danke. Und nächstes Video am Start. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten. Ich freue mich schon auf euch. Video, was am Start ist. Und zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut. Bis dahin, euer Ducky. Bye, bye. Und eine schöne Sommermonate wünsche ich euch noch.